Mein Name ist Dan Schmidt und ich schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland nach Thüringen. Und zwar genau nach Weimar. In der Erfurter Straße sind unsere Startkoordinaten. Keine besonders schöne Gegend, eine der großen Zufahrtsstraßen zur Weimarer Innenstadt. Da oben ist Aldi, hier ist Lidl, dann ist Netto. Ne? Versuchen wir also unser Glück lieber im Zentrum. Echte, festgeklebte Kunstklöße. Scharfe Ecke. Da steht, alles muss raus. Träume, Ideen, Ideale, Energie, Motivation aus 16-jähriger Hostel- und WG-Zeit. Aha. Wohnen Sie hier? Nein. Nee. Aber es ist richtig, dass Sie das mal. Das soll wohl hier umfunktioniert werden. Ja, steht hier. Hier soll ein Hotel. Ich kenne das noch. Das ist doch ein Hostel immer so gewesen. Ja, so alternativ, so ein bisschen. Genau, ne? Ja, aber auch die also Durchreisende, die also eine kostengünstige Unterkunft. Ja. Nehmen wir das ruhig und. Und das wird jetzt dicht gemacht oder was? Und wird und soll zum Hotel umgebaut werden. Und das finden die Weimarer auch nicht so toll? Nö. Das kann man sagen. Hotels haben wir ja genug. Hier. Rezeption. Viele Jahre hat ein Studentenverein das legendäre Jugendhotel Haberbusch betrieben. Nun soll es also ein konventionelles Hotel werden. Hi, nicht erschrecken. Wir sind vom ZDF. Guten Tag. Kommen Sie rein, ich wollte mir gerade einen Kaffee machen. Ja, das ist eine gute Idee. Stimmt's? Natürlich hat die Stadt eine langfristige Lösung für das Haus gesucht, gerade hier in der Innenstadtlage. Und daraufhin wurde es dann irgendwann gekauft von dem Vater, von einem der mit der Gründergeneration praktisch. Und das ist auch gleichzeitig die Person, die heute sagt, na jetzt ist aber gut. Was, echt? Ja. Das ist aber auch eine komische Wendung. Na, ein bisschen traurig natürlich. Eigentlich auch. Ja. Wie, und der will sie jetzt praktisch hier rausklagen und will hier ein tolles Hotel hinmachen? Mhm, genau. Aha. Jan wohnt seit einem Jahr hier. Er ist Student, genau wie Adrian. Ich bin Beate vom ZDF, hallo. Du wohnst hier auch? Ja. Aha. Sehr interessant. Also erstmal kriegen wir einen Kaffee. Das Hostel ist schon seit Monaten zu. Jan kam, wie die meisten, erst danach ins Haberbusch. Kann man dir irgendwas helfen? Ich suche den Kaffee. Du suchst den Kaffee. Ach so, ja. Nun ist es eine selbstverwaltete Wohngemeinschaft. Es gibt öffentliche Konzerte, Kunstprojekte, ein Experimentierfeld für Ideen. Ich wohne nicht in der Wohnung, um in der Wohnung zu wohnen und zu essen und zu schlafen, sondern ich wohne in der Wohnung, um mit den Leuten um mich herum in dieser Wohnung was zu machen, was zu schaffen, mich selbst zu verwirklichen. Von mir aus könnten sie auch hier die Decken abhängen, die könnten auch die Dielen rausnehmen. Das könnte hier eine Bruchbude sein. Aber ich habe hier die Möglichkeit, mit 17 Mitbewohnern im großen Wohnzimmer gemeinsam irgendwas zu machen. Mhm. Das ist hier für mich. Wie lange habt ihr jetzt noch Frist? Also du hast ja gesagt, ihr müsst 2 Monate, 3 Monate wahrscheinlich, ja, wenn wir es lange genug rauszögern. Also eigentlich ist uns die Räumungsklage schon angedroht worden. Wir haben aber zum Glück eine gute Anwältin, die das irgendwie managt. Es soll eine Einigung entstehen. Am liebsten würden Jan und seine Mitbewohner das Haus hier selbst kaufen. Sie haben ein Konzept geschrieben und wollen öffentliche Podiumsdiskussionen organisieren. Das Haberbusch, sagen sie, sei inzwischen ein Politikum in Weimar. Wie sollen unsere Innenstädte aussehen und wer entscheidet, wer wo wohnen darf? Das sind die Fragen, die die Haberbusch-Gemeinschaft umtreiben. Also eigentlich hat keiner wirklich Erfahrung mit sowas. Ne? Wie macht man sowas denn eigentlich? Wie überzeugt man einen Eigentümer davon, einer Gruppe von Studenten oder von jungen Leuten so ein Haus verwalten zu lassen? Oder wie kauft man ein Haus als Gruppe? Oder
wie kriegt man es hin, dass das sich alle gut verstehen? Also es fängt bei ganz kleinen Sachen an. Wie hält man Ordnung? Das ist immer, immer Thema. Das ist immer ein Thema im Plenum. Die Politiker sind auch schon hier drin gewesen. Mhm. Aber jetzt die Kommunikation mit den Parteien und mit den Abgeordneten, die kommt jetzt erst. Kommt noch jemand? Ja? Ja, Gregor. Es werden immer mehr. Ja, Gregor. Dann ist ja jetzt auf Mittagspause. Mike ist freiberuflicher Webdesigner. Gregor studiert an der Bauhaus-Uni Weimar. Architektur, Jan Stadtplanung. Und Adrian wird Berufsmusiker. Er studiert Fagott. So wie früher das mal war mit dem Hostel, dass du keine Rezeption hast und niemanden, der dir sagt, wohin, sondern es sind echt Bewohner, die hier echt wohnen und die sagen dir nicht aus irgendeinem Hintergedanke, wo man denn irgendwas anschauen kann, sondern weil sie wirklich hier wohnen. Und diese Verschränkung zwischen Wohn- und Aktionsraum, die wollen wir auch auf jeden Fall hier irgendwie in einer Form weiter verfolgen. Und das haben wir Wohnzimmerkonzerten und Flohmärkte, die hier in den Gemeinschaftsflächen stattfinden, schon mal den Weg dafür gegeben. Wir hoffen, dass es noch ein Happy End, also kein Happy End, ein Happy Weitermachen gibt. Bitte, bitte, bitte. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. No? Für so einen WG-Kühlschrank. Oh. 16 Leute unter einen Hut zu bekommen, ist schließlich gar nicht so leicht. Damit jeder weiß, was zu tun ist, gibt es einen Aufgabenplan. Ich muss für alle Essen machen und Klos putzen. Oh, ist ja auch toll. Aber Klos ist ganz frisch gemacht. Isabel muss zum Beispiel Bier kaufen. Das ist auch so eine Aufgabe. Und was musst du machen, Mike? Nix. Nix. Gut, das ist gut. Dass ihr einen Weihnachtsbaum habt. Ja, ist auch sehr individuell geschmückt. Ja. Finde auch. Kann man ja auch alles gebrauchen. Ja, guck mal hier, da hast du Blättchen, da hast du Filter. Da sind meine Blättchen. Das siehst du? Und ich suche die schon wie ein Blöder. Jeder hat einen Privatraum. Jan wohnt im sogenannten Jesuszimmer. Und das ist jetzt Jesuszimmer, weil sie irgendwann dieses schöne Jesusbild gefunden haben. Ich fühle mich auch berufen. Hier passiert nur Heiliges. Okay. Genau. Ich bin jetzt hier. Wahnsinnig geräumig sind die Zimmer nicht gerade. Doch das stört eigentlich niemanden in der WG. Aber hat alles. Hat alles, ja. Deswegen, also zum Leben bist du ja eh draußen in der Gemeinschaftsfläche. Mhm. Ich bin auch Fan von kleinen Zimmern. Ich mag das. Es ist gemütlicher. Das Haberbusch als Gemeinschaftsprojekt, wo junge Leute zusammen wohnen und das Leben ausprobieren. Für diesen Traum kämpfen sie. 3000 Leute haben bereits unterschrieben. Jetzt sind es 3002. Besser als noch ein Hotel ist das doch allemal.